Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute habe ich echt eine revolutionäre Videoidee, Leute. Und zwar hat mir der X der Deutsche, so hieß der Account, unter mein letztes Video, also beziehungsweise das letzte normale Video, nicht das Livestream-Video, sondern das Nuklear-Video, hat der mir geschrieben, dass ich mal eine KD-Challenge machen soll, Leute. Und da habe ich mir erstmal so gedacht, hä? Was meint er denn darunter? Aber er hat es sehr genau beschrieben, Leute. Und ich erkläre es euch. Ihr seht jetzt hier, hier ist eine Waffe und nichts anderes in dieser Klasse. Ich werde jetzt auch schon mal hier, damit ihr es seht, die Streaks komplett rausnehmen. Ich habe quasi alles rausgenommen, habe nur noch meinen Specialist und diese Waffe. So, das Ganze dreht sich jetzt darum, ich werde jetzt eine Runde mit nur der Waffe spielen. Und dann werde ich eine bestimmte KD am Ende der Team Deathmatch-Runde haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine 2er-KD habe, darf ich mir hinterher zum Beispiel einfach Rotpunkt und Schnellziehen draufpacken. Oder ich nehme zum Beispiel Drohne und Rotpunkt mit. Oder ich nehme Plünderer und Schnellziehen mit. So, ich darf dann halt quasi zwei Sachen in meinen Klassen verändern. Habe ich eine 5er-KD, darf ich mir 5 Sachen mitnehmen. Habe ich jetzt, stehe ich am Ende 10 zu 1, darf ich mir 10 Sachen mitnehmen. Also die Waffe und dann halt, ja, eine ganze Klasse sozusagen. Jetzt ist nur die Frage an euch, ja. Ich habe hier oben eine Abstimmung reingefügt. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und dann abstimmen dafür. Soll ich es so machen, dass ich quasi jede Folge von 9 anfange? Also, dass ich wieder quasi eine neue Waffe nehme, eine Runde spiele, die KD spiele und dann noch eine Runde mit den Aufsätzen? Oder soll ich das so machen, dass ich jetzt quasi, wenn ich jetzt eine 5er KD habe, mir 5 Sachen draufpacke und dann in der nächsten Folge mit dieser Waffe, mit den 5 Aufsätzen weiterspiele und dann wieder eine neue KD spiele und dann wieder neue Sachen drauf machen kann? Also ich finde persönlich diese Option, die erste Option ein bisschen besser, immer wieder eine neue Waffe zu nehmen und die dann immer wieder neu zu erspielen, die KD, und dann halt eine Runde mit den Aufsätzen zu zocken. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Es ist nicht ganz so schwer zu verstehen, sonst geht einfach unter das Nuklear-Video mit der BRM und lest euch nochmal den Kommentar von dem Typen durch, der das geschrieben hat. Auf jeden Fall eine richtig geile Sache, wie ich finde. Wir machen das Ganze heute mit der Razorback und ich würde sagen, wir starten und spielen uns erstmal unsere KD. Nice, Leute, diese Runde hier geht noch gar nicht so lange. Und das heißt natürlich, ich muss für eine gute Klasse natürlich sweaten, Freunde. Aber ich würde sagen, wir spielen einfach eine ganz normale Runde, Leute. Weißt, wisst ihr jetzt nicht großartig anders spielen oder sonst was. Wenn ich halt nur eine 1er-KD habe, dann kommt halt am Ende nur eine Sache drauf, dann habe ich halt ein bisschen gelitten. Aber ich finde diese Idee einfach sehr, sehr geil, weil ich das einfach noch bei niemandem so gesehen habe. Kann sein, dass er das von irgendeinem YouTuber quasi hat und es mir dann geschrieben hat und ich bloß nicht weiß, wer das schon gemacht hat. Aber mir ist es jetzt noch nicht so aufgefallen, dass jemand so etwas hochgeladen hat. Wenn das natürlich schon vorkam, dann korrigiert mich natürlich. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist unbedingt eine komplett neue Serie. Aber wir haben schon mal eine 2-5er KD. Das heißt, wir dürfen uns schon mal zwei Sachen mitnehmen, wenn wir das denn jetzt auch halten. Ich hoffe mal. So zwei Sachen wären wenigstens schon cool. Also jeder weiß, glaube ich, was der erste Punkt bei mir in der Klasse wäre. Und zwar Nachbrenner, weil ohne ist halt einfach so. Guck mal, ich kann halt gar nicht so schnell vorankommen. Ist so schrecklich. Okay. Ah, komm her. Aber ich finde, mit einer Razorback haben wir eine echt gute Waffe genommen, weil die kann man zumindest ohne Aufsätze und so spielen. Oh Gott, jetzt muss ich hier mal kurz chillen. Nein, viel zu früh geschossen. Egal, ich hab ihn. Nice. Ich muss natürlich allgemein meine Spielweise ein bisschen ändern, weil ich kann einfach nicht die ganze Zeit boosten. Ich kann nicht schnell anvisieren. Ist natürlich sehr, sehr belastend. Ich habe keine Streaks dabei. Nichts. Oh Gott, nein, das ist ja ein feindliches Donnergolem. Ups, dann bleibe ich mal kurz hier in der Zeit. So, jetzt husche ich kurz raus hier. Auf dass wir hier oben vielleicht ein, zwei Gegner bekommen. Okay, an der Seite habe ich einen gesehen, der wird in die Mitte rennen. Das heißt, wir holen uns erstmal den. Oh nein! Oh, wie er uns gepusht hat. Das war schon eine easy 3er KD gerade. Ah, oh. Nein, Kriegsmaschine. Leute, ich arbeite mich immer genauso weit nach vorne und fliege immer denselben Schritt quasi wieder zurück. Das ist ein bisschen belastend gerade. Ich war schon auf einer 3er KD wieder. Wäre jetzt schon nice. Drei Sachen wäre echt nice. Drei Sachen wäre ich vollkommen zufrieden mit, Freunde. Das muss ich euch sagen. Aber nein! Nein, die haben auch die ganze Zeit Drohnen und alles. Es kann nicht sein, dass ich hier nur mit einer Sache rausgehe. Das wäre ja die größte Choke-Folge direkt am Anfang. Oh Gott, ey. Ohne Nachbrenner ist es wirklich schrecklich, Freunde. Ich komme damit nicht klar. Das braucht man in dem Game einfach. Oh Gott, oh Gott. Jetzt bräuchte man Jem, der das hier spielt, weil Jem spielt immer ohne Nachbrenner, also zumindest ziemlich oft. Okay. Das kann ich vielleicht mal hier oben reinpushen. Komm her. Oh, den Käfig haben. Oh. Okay, okay, okay. Chillen, 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 chillen.
Ah, hier ist jemand. Na, der ist da rein. Nein, nein, nicht. Nein! Oh, komm, Leute, wir brauchen die 2er-KD aber sowas von safe. Eieiei. Ich finde die ohne Witz, Leute. Ich feiere das Format richtig. 1,63, Leute, es wird immer schwerer. Ich muss allein jetzt 3 Kills in Folge machen für die 2er-KD und das muss ich ja dann logischerweise auch noch halten. Oh Gott. Ja? Hier unten ist jemand gestorben. Ist der hier schon drin? Nee, ne? Da sind welche. Nein! Die Granate! Digga! Seit wann werfen die denn hier Granaten? Oh nein. Hier ist auch noch wer. Oh Gott. Wieder eine Granate. Das kann doch nicht wahr sein. Komm her, komm her, komm her. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Das ist schlimmer als vor Nuklear gerade, ich schwör's euch. Wieder ab, ey. Nein, das will ich sehen. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, er hat eine Drohne am Start, Alter. Wir kommen hier aber auch nicht raus. Ohne Nate. Was? Ey, come on, Digga. Jetzt habe ich aber echt Pech. Guck mal, wie die schlucken, Alter. Was geht denn hier ab? Nein. Nein, 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 nein. Runterfallen zählt ja auch dazu. Oh, oh no. Oh no, Leute. Ich weiß genau, was passieren wird. Ich weiß es einfach. Ich werde hier mit einer Sache werde ich rausgehen. Oh Gott, weg, weg, weg. So, kurz chillen. Drüben. Nein, 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 nein. Oh, so viele. Ach du Scheiße. Okay, ich mache Kinetik an, um den hier pushen zu können. Nicht, dass ich da von hinten getötet werde. Oh, komm. Alter, nee. Da bräuchte ich langer Lauf schon. Die gehen durch, die gehen durch. Ich werde ewig von hinten gesniped. Komm her. Jawohl, Digga. 1,92. Okay, 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 okay. Nee. Ich will die 2er-KD. Komm, 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 komm. Es ist halt so schwer, Leute. Ich habe jetzt auch nicht eine der stärksten Waffen genommen, sondern einfach eine ganz coole Waffe. Nein, nein. Oh. 2-0, 2-0, 2-0. Nein, nein, nein. Ich werde so sterben. Ah. Ich darf halt auch keine andere Waffe nehmen, ne? Das nehme ich mir gerade selbst zur Challenge. Okay. Nein, okay, 1,92. Okay, aber wir spawnen wieder, wir haben wieder Muni. Jetzt kann ich wieder was machen. Komm, 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 komm. Komm, Alter, das schaffen wir. Ja, okay, okay, okay. 2, 2, 2, 2. Regenerieren, regenerieren, regenerieren. Oh Gott. Aber ich gehe natürlich in die Mitte, Leute. Ich habe gesagt, ich spiele nicht so großartig anders. Den Sniper übersehen wir mal einfach kurz. Ich will mich hier kurz hinhocken. Ich weiß, dass da unten jemand ist. Ah. Feindliche Drohne. Nein, 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 nein. 1,93. Komm, komm, komm. Okay, 2-0. 2-0. Komm, tötet noch ein Teammate. Oh mein Gott, 2-0. Okay, ich kann 2 Sachen jetzt mitnehmen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns direkt in der nächsten Runde. Wie gesagt, macht auf jeden Fall bei der Abstimmung mit. Und bis gleich. Okay, auch diese Runde geht gerade erst los. Da haben wir quasi die gleichen Bedingungen wie eben. Bloß haben wir hier die wunderbare Map Metro. Aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal. Wir schreiben das jetzt hier einfach nicht zu früh ab, würde ich sagen. Okay, da war jemand. Der schöne Sniper, den holen wir uns doch gerne. So, jetzt kann ich eigentlich schon hier hinten lang. Da ist wieder der Sniper. So, 3 Kills jetzt und 3 an dem. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich wieder einen Kill quasi free für die 2-0er-KD. Aber den wollen wir jetzt nicht direkt bekommen. Ein Kill brauche ich jetzt mindestens vorher. Nice. Nice, 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 nice. So, mit flinke Hände und Nachbrenner ist das schon wieder ein ganz anderes Spiel, ey. Wirklich, das verändert schon so krank viel. Ihr müsst es mal ausprobieren. Aber Leute, wirklich, ich feier die Serie halt jetzt schon. Das ist echt, echt funny. So, okay, 3-0, 3-0-AKD haben wir. Okay, Ziel ist jetzt einfach, dass wir jetzt immer mindestens 2 Kills machen, bevor wir sterben. Dann sollten wir eigentlich cool sein. Oh, voila. Komm, wenn wir den noch kriegen, wäre es nice. Nice, 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 nice. Oh, den sogar auch noch. Perfekt, perfekt, perfekt. Mein Controller ist bloß gleich leer. Ich habe keine Ahnung, wie lange der hält, wenn der diese Anzeige macht. Weil ich den eigentlich immer am Kabel habe. So, jetzt 3,33. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Ihr merkt, das ist schon ein ganz anderes Spiel hier von mir. So. Drohne nähert sich.
Kommt hier jemand oder da? Okay, ich glaube, wir können hier eigentlich durch. Wir haben jetzt sogar Kinetikrüstung, wenn es knapp wird. Okay, die zwei sind wieder am Start. Da ist, glaube ich, einer AFK. Kann man sich gut gönnen. Okay, da sind auch wieder welche. Hier ist auch wer. Oh Gott, ich mache mal Kinetik an. Ja, das war eine gute Entscheidung. Oh Gott. Oh Gott. Okay, nice. Alles klar, perfekt. Der sitzt da oben, den sieht keiner. Dann hole ich mir den auch noch. Oh mein Gott, 17-3, Leute. Also jetzt haben wir eigentlich so einen Vorsprung. Jetzt sollte das eigentlich easy machbar sein hier. Aber nicht zu früh freuen, nicht zu früh freuen, Freunde. Ah ja, ja. Es kann noch vieles schief laufen, dass ich hier auf einmal so viel Pech habe. So oft hintereinander sterbe. Das wäre jetzt super uncool, aber ich glaube es jetzt einfach mal nicht. Steht hier noch wer AFK? Nee. Da holen wir uns den wieder. Okay, nein, doch nicht. Nur ein Assist. Oh, der sitzt wieder da oben. Ich glaube, der mag den Spot. Der gefällt dem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, fuck it. So, ich würde sagen, gehen jetzt hier über den Wallrun. Ich weiß nicht, die sind, glaube ich, alle gerade in der Mitte der Map. Nein, 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 das meine ich. Jetzt sind wir schon wieder nur bei 3,17. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss einfach cool bleiben. Ich habe gerade gedacht, dass meine KD viel zu hoch schon ist. Dass ich das easy halte. Ich sag ja, da muss nur mal kurz ein bisschen Pech mit ins Spiel kommen. Und schon ist man hier erstmal wieder im Arsch, ey. Ich hoffe einfach, dass ich hier jetzt ein, zwei Leute bekomme. Okay, die gehen hier rein. Komm schon. Ah, den hat er kaputt gehauen. Ah, schnell hier rauspushen. Hier könnten wir links jemanden bekommen. Zack. Nice. Unser Kill. Komm, hole ich mir den auch noch. Assist. Hier ist keiner. Alter, Leute, das ist irgendwie... Irgendwie ist das spannend. Ich finde es spannend. Man muss so richtig sich konzentrieren, dass man hier nicht zu oft stirbt, einfach. So, zack. Oh nein. Nein, ich wollte gerade noch Kinetiker machen. Okay, 3,29. Ei, nein, nein, nein. Oh Gott, wichtige Kinetikrüstung. Sehr, sehr wichtig. Let's go, Alter. Okay, den kriege ich nicht. Aber den kriege ich. Der andere ist auch down. Ah, da war noch... Er killt mich so durch die Wand. Oh mein Gott. Ich hoffe einfach, dass meine Teammates auch mal ein paar mehr Kills machen. Dann geht das hier ein bisschen schneller um und ich brauche nicht so Angst, um meine KD zu haben. Weil wenn man dann hier auch noch so viel selber machen will, dann will man das Game natürlich... Man will es ja auch noch gewinnen. Und dann ist das Ganze... Oh Gott! Bisschen heftig hier. So, zack, den holen wir uns auch noch. Hier warte ich jetzt kurz. Ich warte jetzt hier. So, eigentlich müssen wir hier echt nur abwarten. Die müssten eigentlich hier hochkommen. Okay, der wurde schon von der Wand gestreakt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr zu warten. Let's go, rein jetzt. Nice. Links wird jemand sein. Nicht? Okay, dann sind die auf der anderen Seite schon wieder. 4-0er KD, das ist schon mal nice. Okay. Okay, 3-6-7. Aber ich sollte es nicht verkacken. Come on. Okay, den haben wir auch. Der war ein bisschen struggle, der Kill. Den hatte ich eben schon gesehen. Ich mache hier einfach mal Kinetik an. Damit das hier gar nicht erst brenzlig wird. Oh, hinter mir. Oh mein Gott! Cleaner Turn-On. Cleaner Turn-On, Freunde. Der sah richtig schmackhaft aus. Ach du Scheiße. Also der hat ja wohl mal richtig das Gerät kassiert. Ah, da bin ich ein bisschen drüber. Okay, nice. Ah, okay. 3,55. Das sollte aber... Ja, das sollte jetzt drin sein. Ich müsste jetzt schon die ganze Zeit sterben, um jetzt noch die unter 2-0 zu kommen. Hey, wo ist der hin? Ah, der ist links lang gelaufen. Okay, ich verstehe. Der snipt hier einfach mal rein. Oh Gott! Zum Glück habe ich da geschossen, weil der kam da einfach genau hoch. Let's go. Ah, und auch noch 41 Kills. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe immer nur auf die KD da geschaut, wenn ich das Scoreboard geöffnet habe. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, da ist gerade keiner. Hier ist wer? Da wird auch noch wer sein. Hier in der Nähe. Ja, da hinten ist auf jeden Fall wer. Und, oh. Die Waffe ist halt saupräzise, ne? Komm, wir holen uns einfach den. Jetzt noch den. Oh, das wäre zu schön. 3,3.
Sehr, sehr schön. So, hier wollte ich gerade sagen. Was? Guck mal, wie stark die Marsche ist. Alles klar, Digga. Die Pistole ist halt einfach, das ist besser als die, keine Ahnung, KM-Shotgun oder wie der heißt. Ist einfach so, Retalk. Okay. Feindliche Schwebeladung, hier einfach mal. Okay, da wurde ich einfach mal angebrannt. Ich dachte, ich komme da mit Kinetik ganz gut durch. Aber guck mal, jetzt sind wir schon wieder auf Clean 3.0. Also, so eindeutig ist das gar nicht. So eindeutig ist das nämlich. Da konnten nochmal, ja, 2.8. Okay, okay, okay. Die hauen nochmal in die Tasten hier. Gott, das sah gerade so aus, als wäre da jemand hochgejumpt. Okay, die beiden kriege ich aber nochmal. Das ist schön, da kommen wir auf 3.0. Und dann sollte das Ding eigentlich auch gegessen sein. Mit einer 3.0er KD hier. Wenn die Teammates jetzt, ja, den letzten Kill machen. 48-16, 3.0er KD. Sehr nice, Freunde. Mir hat die erste Folge von der neuen Serie richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es eine Serie wird oder keine Ahnung was. Ich glaube, ich habe das Video einfach KD-Challenge oder so genannt. Ich finde es sehr, sehr geil. Macht ab und zu, glaube ich, echt Spaß. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, beziehungsweise macht bei der Abstimmung mit, wie das Ganze aussehen soll. Und ja, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kanal auf dem Abo da. Lasst ein Abo auf dem Kanal da. Wie gesagt, es ist viel zu warm, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.